Willkommen zurück zu The Sinking City. Da sind wir wieder und beim letzten Mal haben wir endlich für Robert Throckmorton die delikaten Angelegenheiten aufgelöst. Das war echt eine riesen Nebenstory gewesen, eine riesen Nebenmission. Wahnsinn, ey. Das ging echt über ein paar Episoden und war eine super Geschichte. Hat richtig Spaß gemacht, aber dieses Mal wollen wir uns mal wieder an die Hauptgeschichte setzen, denn Professor Doe ist nach wie vor in den Händen von schleimigen Innsmouthern und der Sache wollen wir nachgehen. An der Stelle, wie immer, trotz alledem, vielen, vielen Dank an alle, die immer noch dabei sind. Die Serie läuft ja nun recht schleppend, das habe ich aber auch erwartet, weil das ja nun nicht unbedingt ein Game ist für das Standardpublikum hier, die eher auf Zappel-Loot-Shooter stehen. Von daher bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für jeden Like, für jeden Kommentar, für jeden View, den ihr mir auf diese Serie hier gebt. Denn das hier ist schon so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit, weil wer mich kennt, der weiß, ich liebe Lovecraft und die ganzen Geschichten. Und deshalb ist das hier schon für mich eine richtig nice Sache. Und deshalb ziehe ich es auch durch. Und wenn, wie gesagt, wenn am Ende dann nur noch 50 Leute zugucken, mein Gott, dann ist es so, ne? So, also, wir schauen mal eben ganz kurz. Wir haben hier noch ein bisschen was Gesammeltes. Genau, das war hier noch zu Francis und das war hier wahrscheinlich hier der eisige Empfang. Wir haben hier immer noch diesen Kopf aus Stein, bei dem ich immer noch nicht weiß, weil, ne, der hat ja noch den Nupzi und wenn da noch so ein Nupzi dran ist, heißt das ja eigentlich, dass wir damit noch nicht fertig sind. Aber egal, Schwamm drüber. Ich muss mich mal eben hier ein bisschen wieder in den Hauptauftrag reinfinden. Anna vom genau, am Fischmarkt, da haben wir aufgehört. Ein Mitglied des EOD bat mich, einen Einbruch im Fischlager der Organisation zu untersuchen. Es befindet sich in der Hawking Lane zwischen der Warren Road und der Liberty Road im westlichen Teil des Bezirks The Shells. Ich bekomme nur Zutritt, ja, ja, bla bla. Also, in der Hawking Lane. In The Shells. Warte mal, wo war? Hier ist The Shells. Da ist die Hawking Lane. Und zwar hier, perfekt gefunden, zwischen Warren Road und Liberty Road. Da müssen wir hin. Und wir haben... Ja, hier, guck mal. Da ist was Salvation Harbor, aber ich glaube, von da aus kommen wir am schnellsten dahin. Und hier stehen wir wieder direkt an einem Schnellreisepunkt. Also düsen wir dahin und schauen jetzt mal, was mit Professor Doe und Co. geht. Was mir gerade einfällt... Wisst ihr, was weg ist? Ich hatte mir doch mal off-camera sozusagen die ganzen Nupzis gesetzt für die Briefe aus Oakmont. Die sind alle verschwunden. Oder? Hä? Habe ich mir den jetzt gerade da... Den habe ich mir doch gerade hinge... Ach nee, da. Jetzt sehe... Ach, jetzt sieht man... Ach, Kacke, ich muss über... Deshalb habe ich das immer übersehen und wir sind wahrscheinlich tausendmal an den Briefen vorbeige... Oh, es tut mir so leid, Professor Doe. Ich hoffe, die stellen nichts Unanständiges mit ihnen an, sondern machen einfach nur gemütlich Tea Party. Aber wenn wir hier jetzt echt direkt um eine Ecke von den Briefen stehen und wie oft ich jetzt schon an den Briefen vorbeigerannt bin, ich dachte immer, die sind standardmäßig auf der Map, aber ich muss den Fall scheinbar aktiv, also ja, aktiv schalten sozusagen. Ach, wie ätzend. So, und jetzt gibt's da unten auch noch ein Like. Ich hoffe, das ist gerade nicht eingeblendet worden. Man hat nur den Systemsound gehört. Jemand hat einen Kommentar von mir geliked. Dankeschön dafür. Aber bitte nicht während der Aufnahme. Und vor allen Dingen, ich hasse Windows. Ich hasse Windows so hart. Ich muss mal eben raustappen. So, ich hoffe, man hat's nicht gesehen, weil, dieses scheiß Overlay da sich eingeschaltet hat. So, die völlige Verwirrung. Irgendwo hier muss ein Haus mit einem Brief sein. Die Frage ist, weil wir hier schon in sehr vielen Häusern waren, ob ich den Brief nicht vielleicht sogar schon gefunden habe. Vor allen Dingen hier
ist kein begehbares Haus. Sind wir richtig? Ja. Warte mal. Einmal noch in die Fallakte gucken. Briefhaus Oakmont. Kreuzung in... Wir sind jetzt gerade... Wo sind wir nochmal unterwegs? Wir sind in Old Grove. Muss ja dazu passen. Das hier ist Coverside. Das ist Advent Old Grove. Irgendwo zwischen der Seaside Street und der Hillside Street. Hier ist die Seaside und da ist die Hillside. Und zwar in der... Ach, irgendwo dazwischen. Könnten auch... Na, aber das hier schon wieder die Century Avenue. Und das ist die... Also es kann eigentlich nur das da sein. Und es ist in der Warwick Street. Und in der sind... Ja, dann muss es ja eigentlich hier irgendwo sein. Wir gucken uns einmal ganz kurz um. Und dann geht's tatsächlich weiter mit der Hauptgeschichte. Ach ja, das ist mein Problem mit Open Worlds. Ich bin so leicht ablenkbar, was sowas angeht. Und gerade hier, weil mir persönlich diese Welt auch noch so gefällt, will ich irgendwie nichts verpassen. Wobei ich habe ja auch schon gesagt, ich werde in diesem Durchgang wahrscheinlich nicht jede Nebenquest machen. Weil sonst sind wir ja ewig damit beschäftigt. Ey, irgendwie hier ist nichts. Da. Das könnte das richtige Haus sein. Auf jeden Fall gibt es eine Ladezeit. Aber in der Butze hier waren wir auch schon. Da gab es ordentlich Stuff. Lass uns mal gucken. Das mit den Fallen hier. Was haben wir? Handgranate, Brandbombe, Tellerfalle. Das ist irgendwie auch alles... Weiß ich nicht. Brauche ich alles irgendwie nicht wirklich. Also, irgendwo muss hier ein Brief versteckt sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in diesem Haus hier schon alles umgekrempelt haben. Aber okay, wir schauen uns das Ganze nochmal an. Nebenbei gibt es hier auch noch ein bisschen Stuff. Oh mein Gott! Okay, warte. Nein, falsch. Vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, eine Handgranate zu werfen. Die ist immer noch nicht tot. Okay. Wow. Ich bin völlig überfordert. Was geht hier ab? Krass, war das ein dickes Viech. Und der hat... Also, zwei Handgranaten... Drei Handgranaten hat der sogar gefressen. Meine ich. Okay. Einen Wissenspunkt haben wir bekommen. Alter. Wow. Das war ja der absolute Kracher, ey. Ja gut, wer hat auch erwartet, dass es die ganze Zeit easy peasy bleibt? Mehr kann ich nicht tragen. Da ist doch gerade... Da ist da einer durch... Okay. Mehr kann ich nicht tragen. Was ist das? First Aid? Okay, dann benutzen wir das einfach mal eben. Ach, sag nicht, dass hier jetzt irgendwie ein Gegner in den Boden gebackt ist und wir deshalb vielleicht das hier nicht abschließen können. Das fände ich äußerst... Oh, nee, wir können noch... Ey, wir waren hier noch nicht drin. Crazy. Aber wir nehmen mal lieber die Treppe. Und das ist auch definitiv nicht der Ort, an dem wir mit Bethany gekämpft haben, meine ich. Ja, hier. Setz zusammen das Ding. Danke.
aus zwei Richtungen kommen die. Okay. Warte mal, vielleicht sollten wir jetzt... Nee. Vielleicht sollten wir keine Experimente wagen mit Sachen, von denen ich noch nicht weiß, wie sie funktionieren. Insbesondere... Was ist das denn da? Da steht was Schwarzes. Oh, verdammt. Okay, okay. Wir kriegen langsam harte... Oh, ich glaube, ich brauche dringend sowas hier. Eine Kugel haben wir noch. Okay. Danach. Huh, Junge, ey, was ist hier in dem Haus los? Aber das war ja in dem einen Haus damals, war das ja auch schon so gewesen, wo wir durchgerannt sind. Das war eine der ersten Episoden. Da bin ich ja dann einfach nur durchgerannt und hab dann so mir... Es fällt immer wieder durch. Hab mir dann so den Brief geholt. Okay. Da war ja auch schon richtig was los. Ja, theoretisch... Oh, hier wurde... Hier wurden Viecher untersucht. Das wollte ich nicht. Ich wollte das haben. Oh, ich verklick mich immer. Herrgott nochmal, ey. Ah, der gute alte Schlecki, der nicht weiß, wie er seine Finger auf der Tastatur ordnen soll. Oh, clear water, okay. Aber sonst ist hier nichts. Können wir auch nicht kaputt machen. Aber wir können weiter klettern. Ja gut, das bringt uns aber nicht so viel. Ich guck mir das jetzt alles nochmal mit der Sicht hier an. Na. Ich weiß aber auch nicht, diese Clear Water Dinger hier, die sind immer so auffällig markiert, ob die irgendwas zu bedeuten haben. Und irgendwas muss doch hier auch der Underground hier zu bedeuten haben. Oder kam hier das ganz fette Viech raus? Ich weiß es gerade nicht. Wir suchen doch eigentlich nur einen Brief. Ich glaube, ich war aber auch noch nicht oben gewesen. Oh nein. Oh, es ist so dunkel. Okay. Alles cool. Jetzt hört man noch keine Geräusche mehr. Ich denke, wir haben's und das könnte der Brief sein. Wie außergewöhnlich, sagenhaft, unglaublich. Ich hatte recht. Ich wusste doch, dass wir nicht allein sind und dass das Meer mit mir gesprochen hat. Tja, und jetzt kommt es, um sie alle zu uns zu bringen. Und all die Narren, die sich hinter meinem Rücken über mich lustig gemacht haben, fürchten diese Wunder der Schöpfung. Beim Anblick dieser großartigen Kreaturen rennen sie schreiend in alle Richtungen davon und verpassen die Gelegenheit, sie zu bestaunen und sich ihrer Pracht gewahr zu werden. Ich muss diesen Kreaturen näher kommen. Näher, immer näher. Endlich wird man von meinen Talenten Notiz nehmen. Vielleicht wird eine dieser Kreaturen sogar meinen Namen tragen. Alle Universitäten werden mich für meine Entdeckungen feiern. Sie werden mich nicht länger ignorieren und endlich aufhören zu denken, ich sei verrückt. Was für eine Freude, was für eine Genugtuung. Kommt zu mir, ich erwarte euch schon sehnlichst. Ich werde mich gut um euch kümmern. AP. Ja. So. Haben wir den Brief auch gefunden. Ah, okay. Der ist gerade nur weggesaugt worden. Alles cool. Alles Stuhl cool. Na, da gibt es noch mal ein paar Materialien. Sehr schön. Und dann können wir vielleicht noch mal eben... ich mache Munition für die Wumme, weil das irgendwie... Da kriege ich irgendwie mehr raus. So, jetzt können wir nämlich noch mal eben auf dem Weg nach draußen versuchen, so viel mitzunehmen wie geht. Jetzt haben wir ja wieder alles aufgefüllt. Und das war's. Damit haben wir diesen Brief
auch gefunden. Verschwinden die dann von der Karte? Nee. Deshalb... editieren, löschen. Der kann weg. Und die Fallmappe... Ja, da ist auch der Nupzi weg. Da haben wir einen Brief aus Oakmont von AP, BG und EK. Ich habe die anderen Markierungen, glaube ich, nicht gelöscht. Das ist ein bisschen schlecht. Eventuell gucken wir uns da Sachen zweimal an, aber ich denke, dass ich die Häuser von außen erkenne, in denen ich schon mal war. Hoffe ich jedenfalls. So. Jetzt können wir auf jeden Fall uns wieder dem Hauptfall widmen. Da müssen wir hin. Oh mein Gott. Es ist aber auch wirklich schlimm. Also ich meine, ihr kennt das sicherlich auch, wenn man Open-World-Spiele spielt. Dass man an jeder Ecke abgelenkt werden muss. Also ich kenne kaum jemanden. Ich kenne ein, zwei Leute, die es so machen. Aber ich kenne wenige, die wirklich sich so ein Spiel nehmen und das einfach durchzocken. Also selbst bei so Sachen wie... Das ist übrigens sehr cool. Selbst bei so Sachen wie God of War habe ich Ewigkeiten damit zugebracht, sämtliche Nebenquests und sowas zu machen. Obwohl die Hauptstory super spannend war. Und es ja auch nicht wirklich eine Open World in dem Sinne war. Trotzdem, ich konnte so viel Zeit damit verbringen, wenn ich irgendwo was gesehen habe, danach zu forschen. Und ne, ihr seht ja, selbst hier in dieser eigentlich relativ vergleichsweise leblosen Welt funktioniert es aber trotzdem. Ach ja. Da müssen wir hier schon ab, ne? Ja. Okay. Oha, befallenes Gebiet, aber da sind wir noch nicht drin. Da ist das Befall. Da müssen wir auch noch mal irgendwann rein. Aber ich habe immer so wenig Munition, ey. Und ich weiß auch nicht. Okay, da vorne sieht spannend aus. Ja, Entschuldigung, wollte ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob sich das irgendwann großartig ändert mit der Muni. Oh, ich dachte gerade, da steht einer. Holy crap. So, mal eben ganz kurz schauen, warum wir eigentlich hier sind. Ich weiß es nicht mehr. Anna vom Fischmarkt, ein Einbruch im Fischlager. Es befindet sich in der Hawking Lane. Ich bekomme nur Zutritt, okay. Dann kann es das hier ja aber eigentlich nicht sein, oder? Das sieht für mich hier nicht aus wie ein Fischlager. Oder? Hallo? Das ist ja ein ganz seltsamer Raum. Joy Hayden. Joy Hayden. Warum sagt mir der Name was? Joy Hayden. Irgendwas klingelt da doch. Warte mal. Und das ist... Wir sind hier. Das ist ein Haus weiter, oder? Das ist die... Nee, wir sind da drin in dem Haus. Guck mal. Da... Warte mal, kann ich... Hier ist die Shells. Das hier ist die große Straße. Die kleine Abzweigung da. Die große Straße. Die kleine Abzweigung. Wir sind schon in dem... Also in dem Häusertrakt auf jeden Fall. Keine Ahnung. Vielleicht noch mal im Keller gehen. Ja. Und auch noch mal ein bisschen Muni verballern. Aufgrund von Unzulänglichkeiten. Ich will jetzt dieses Haus hier durchsuchen. Irgendwie ist das mysteriös hier. Eine haben wir noch. Nein!
Was? Wie schnell ging das denn? Oh, da habe ich ja überhaupt nicht drauf geachtet. Scheiße. Wie ärgerlich. Ich hoffe, dass... Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Wir werden einfach an dem nächsten Schnellreisepunkt ausgesetzt, glaube ich. The Shells West. Ja. Bitte helfen Sie einem Mitte. Ja, und die Muni ist weg. Das hier war das Haus, in dem wir waren, ne? Jetzt lass uns noch mal gucken. Oder? Nee, Käse, da oben müssen wir hin. Oder? Ich bin gerade völlig durcheinander. Warte mal. Da. Briefe aus Oakmont. Kann das sein, dass das... Der Ruf des Meeres, E. Brown. Fallmappe. Wir müssen. Es befindet sich in der Hawking Liberty, in the Shells. In der Hawking Lane, Warren Road, Liberty, bla. Hawking Lane, Liberty, bla, Warren, okay. Und eben war aber hier was angezeigt, ne? Warte mal kurz. Dann ist das hier bestimmt wieder ein Brief, der hier gelagert ist. Ich habe Blut geleckt. Es tut mir so leid. Es tut mir für euch leid. Es tut mir für... Besonders für Dr. Doe tut's mir leid. Die kann ja nun am wenigsten dafür. Naja. So. Dieses Mal versuchen wir es mal ein bisschen schlauer zu machen. Oh nein. Oh, fuck. Ich sehe es jetzt. Ah, sag mal, bin ich hier schon angeschlagen reingegangen? Kann das sein? So, warte mal. So, geschaufelt den Arsch. Aber jetzt wird's auch langsam haarig, ey. Ich habe echt keine Muni mehr. 0, gar nichts habe ich mehr. Irgendwie... Warte mal, bin ich hier nicht zufällig? Nope. Aber es kann doch nicht sein, dass dieses Haus zu gar nichts nutze ist. Vor allen Dingen, weil ich hier auch eine Markierung habe. Warte nochmal. Wir haben nämlich, wenn wir jetzt nochmal auf die Briefe aus Oakmont gehen. Genau, ist hier nämlich eine Markierung. Und in der Ecke hier war nämlich auch nichts außer diesem Haus. Ich schaue mich noch einmal in Ruhe um. Es tut mir leid, aber es muss einfach sein. Und ich glaube nämlich auch nicht, dass ich hier schon mal drinne war. Dass das ja eines der Häuser ist, die ich schon mal durchsucht habe. Das hier ist auf jeden Fall schon mal gut. Ein paar Gegenstände wiedergefunden. Können wir nochmal hier oben gucken. Aber hier liegt auch nichts. Das können wir nicht aufmachen. Ich könnte hier gleich nochmal mit der Gruselsicht gucken. Okay, wenigstens gibt's ein bisschen was zu sammeln. Okay, gucken wir noch einmal mit der Grausel-Sicht. Hier ist nichts. So, die Tür ist verrammelt.
Es gibt hier keinen Brief. Es gibt hier nur die Karte. Die Karte gibt's, aber die Karte zeigt definitiv den Block an, in dem wir sind. Bin ich mir relativ... Ja, es ist der Block, in dem wir sind. Und dabei handelt es sich... Welcher war das noch? Es gibt hier einen irgendwie gegenüber von dem Park oder so. Aber es kann auch wirklich sein, dass ich das hier falsch markiert habe. Okay, wisst ihr was? Scheiß was drauf. Vielleicht habe ich hier gerade wieder irgendwie ganz dämlich was übersehen. Das kann sein. Warum filmt sie hier hin? Mir wird das aber auch nicht als Fragezeichenhaus oder vielleicht bin ich hier auch einfach falsch. Naja gut, es war den Versuch wert. Und irgendwie, es ist ja auch einfach spannend, ey. Mir macht das so einen Spaß, das alles hier zu durchsuchen und so. Ist, wie gesagt, mit Sicherheit nicht jedermanns Sache, aber ich find's grandios. So, und hier müssen wir rein. Gibt's hier was für Sie zu tun? Ich diene der See. Anna schickt mich, um den Einbruch von neulich zu untersuchen. Der See sei Dank. Endlich. Ich bin Daryl. Daryl Grimes. Wie kann ich Ihnen helfen? Können Sie mir schildern, was genau vorgefallen ist? Jedes Detail könnte wichtig sein. Ja, da gibt's leider nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall war es ein Mann. Hat sich reingeschlichen, als ich oben war. Wollte sich den Fisch krallen, aber ich hab ihn gehört. Hab versucht, ihn mit einer Harpune zu erwischen. Aber bei Cowhill... Im Dunkeln habe ich ihn verfehlt, diesen Dane. Was ich nicht verstehe, warum etwas stehlen, das man umsonst haben kann? Ja, das ist in der Tat rätselhaft. Und was hat er gestohlen? Nichts. Hab ihn rechtzeitig fortgejagt. Wie hat der Einbrecher ausgesehen? So groß wie Sie war. Also, nicht sehr groß, aber... Auch nicht sehr klein. Ganz normal halt. Nur seine Glatze ist mir aufgefallen. Sein kahler Schädel hat ausgesehen wie ein poliertes Ei. Na, das kannst du so nicht sagen. Das Mondlicht hat sich auf der Kopfhaut gespiegelt. In welche Richtung hat er sich davon gemacht? Weiß ich nicht genau. Der war deutlich schneller als ich. Was soll das Theater mit der Losung? Anordnung von denen da oben. Weiß nicht warum. Will sie nicht nerven. Das war für den Moment alles, okay. Mr. Grimes. Ich muss mich jetzt an die Arbeit machen. Hier, der Schlüssel. Möge die See sie segnen. Ich find's immer noch seltsam, hier mit den Innsmouthern zu reden. Oh Gott. Und, dass die auch so total menschlich sind und... Irgendwie ist das seltsam. Aber okay. So, hier haben wir jetzt erstmal gut ein wenig Munition machen können. Oh, und wir haben noch einen Wissenspunkt. Zwei Wissenspunkte haben wir. Gute Frage, nächste Frage. Wenn du dem Tode nahe bist, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das hätte uns eben gerade eventuell den Arsch retten können. Aus großer Höhe fallen brauchten deine Nahkampfangriffe. Und das hier ist deine Lebenskraft. Erhöht sich beides interessant, ne? Das ist eigentlich der Tree, den wir von Anfang an hätten freischalten sollen. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen mehr Lebenskraft, aber beim nächsten Mal pushen wir auch die Nahkampfangriffe. Weil die werden wir brauchen. Befürchte ich. So. Der lebt immer noch. Es darf ja wohl nicht wahr sein.
Ey, meine goldene Kugel kriegst du nicht. Okay. So, ab jetzt ein bisschen aufpassen. Ey, das ist aber auch echt krass. Aber gut, er ist auch kein Superheld. Er ist halt nur ein Detektiv. Wow, ne? Die Harpune hat sich durch das solide Holz gebohrt, als wäre es Pappe. Gut. Nehmen wir mal unsere eine Kugel. Ich hoffe, obwohl, wenn hier jetzt so ein dickes, fettes Viech kommt, dann müssen wir wieder fleißig Granaten werfen. Dann ist es einfach so. Erstmal hier auf der Etage alles durchsuchen. Hauptsächlich in der Hoffnung, dass ich noch ein bisschen... Die Ladung ist noch frisch und riecht nach mehr. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass etwas verfault ist. In der Hoffnung, dass wir ein paar Patronen finden. Okay, frischer Fisch ist hier ja wirklich eine Seltenheit in Augment. Ihr habt ja den Fisch auf dem Fischmarkt gesehen, der war ja teilweise absolut widerwärtig. Da liegt so ein Rattenviech rum. Ja, das sieht alles sehr lecker aus. Hier auch mit lecker Tentakelchen. Ne? Wer isst sie nicht gerne? Das Ding ist mausetot, aber ich kann keine Verletzungen erkennen. Die Viecher erinnern mich wiederum so ein bisschen an Berge des Wahnsinns, an die Viecher aus dem... Aha. Erst hat das Tier den Fisch gegessen und jetzt ist es tot. Das ist besorgniserregend. Okay. Neuer Hinweis für Gedankenspiele. Dann machen wir die doch direkt mal, würde ich sagen. Guck mal, der EOD verteilt kostenlos Fisch. Der EOD verteilt kostenlos Fisch an die Bedürftigen. Die Fischvorräte im Lager des EOD wurden vergiftet. Große Mengen Fisch, aller Wahrscheinlichkeit nach vergiftet, wurden bereits an die arme Stadtbevölkerung verteilt. Schau dir das mal an. Das ist mysteriös. Oh, Patronen, sehr schön. Sehr, sehr gut. Erst looten, dann shooten. So. Vor allen Dingen erst Patronen bauen und dann weitermachen. Ich mach mir die kleinen noch. Ich weiß auch nicht. Ja. Besser so und dann wechseln. Okay. Irgendwas geht hier. Da! Ich werd wahnsinnig. Ich sehe komische Fische. Ich habe Fragen. Holy shit, was ist hier denn abgegangen? Okay. Ich habe auch Fragen. Gedankenspiele. Im Lager des EOD entdeckte ich einen Raum, bei dem es sich um einen Kerker oder eine Folterkammer handeln könnte. Kurios. Okay, hier haben wir, glaube ich, alles gefunden. Jo. Das waren die. Aber da hinten ging es ja nochmal runter, oder... Nee, da waren wir schon, aber hoch geht's ja nochmal. Da gehe ich gleich rein. Es gibt hier relativ wenig nebenher zu entdecken, obwohl hier gibt's direkt die fertige Munition, das ist auch okay. Dann brauchen wir nicht so viele Crafting-Materialien. Okay. Schiffchen haben wir schon öfter gesehen. Fein gearbeitet. Als Kind hätte ich damit meine hellste Freude gehabt. Zumindest in fertigem Zustand.
Brief des Waisenhauses. Lieber Mr. Grimes, wir können Ihnen gar nicht genug dafür danken, was Sie für die Kinder tun. In diesen finsteren Zeiten ist Ihr Spielzeug wie ein warmer Sonnenstrahl. Jeden Tag beten wir für Ihr Wohlergehen und hoffen, dass Sie uns eines Tages besuchen werden. Das gesamte Personal und natürlich auch die Kinder können es gar nicht mehr erwarten, unseren Wohltäter persönlich kennenzulernen. Daher zeigen Sie bitte keine Scheu und kommen Sie, sobald es Ihnen möglich ist. Auf ewig in Ihrer Schuld, Leitung des St. Jerome's Waisenhauses in Oakmont. Aber Mr. Grimes traut sich wahrscheinlich nicht, obwohl er eine gute Seele ist, weil er ein Innsmouther ist. Der Kerl scheint sein Hobby ziemlich ernst zu nehmen, dem ganzen Werkzeug nachzuurteilen. Okay, was sagt die Map? Die Map sagt immer noch weiße Brille. Das haben wir, den Brief haben wir. Sonst war hier nichts. Durchsuchen wir hier nochmal alles. Das mit den Trophäen finde ich auch seltsam. Habe ich so viele übersehen oder gibt es einfach so wenige in diesem Spiel? Bis jetzt nur eine, ganz am Anfang. Weil hier ist nichts mehr auf dieser Etage. Oder? Nein. Also nochmal hier gucken. Wow. Harpune. Die Harpune hat sich durch das solide Holz gebohrt, als wäre es Pappe. Die Ladung ist noch frisch und riecht nach mehr. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass etwas verfault ist. Oh! Holy shit! Eine interessante Flasche. Sieht so aus, als stamme sie aus irgendeinem Labor. Unten befindet sich eine Art Pulver. Anfassen sollte ich es nicht. Könnte gefährlich sein. Noch ein Hinweis für... Oh, okay. Jetzt haben wir alles. Nochmal eben Gedankenspiele machen, würde ich sagen. Aber es passt nicht zusammen. Im Fischlager des EOD fand ich eine Laborflasche. Ne. Gut, dann wollen wir sehen, was passiert ist. Komm zurück, du Dieb. Dann zeige ich dir, dass man sich nicht mit uns anlegen sollte. Ich hoffe, Professor Westerbrook wird nie davon erfahren. Nur noch ein bisschen mehr. Oh nein! Okay. Gibt es hier noch mehr? Es sind irgendwie immer nur drei, ne? Drei von diesen Heinz. Ich würde sagen, er hat hier... Nee, warte mal. Irgendwas fehlt hier noch. Die haben sich noch nicht wieder zurückgesetzt. Aber wo? Da! Es gibt doch mehr als drei. Verfluchte Plagegeister. Das Meer soll sie holen. Okay, dann wollen wir mal sehen. Okay, ich hoffe, er meint mit den Plagegeistern nicht die Kinder. Für die, nein. Für die macht er doch die schönen Schiffchen. Aua. Oh, das war dumm. Okay, er hat hier angefangen mit dem Gift. Ich hoffe, Professor Westerbrook wird hat da weitergemacht. Nur noch ein bisschen mehr. Dann hat oh nein. Er da oben Lunte gerochen, was mitbekommen. Verfluchte Plagegeister. Das Meer soll sie holen. Und hat dann die Harpune geworfen. Komm zurück, du Dieb. Dann zeige ich dir, dass man sich nicht mit uns anlegen sollte. Ein Mann brach ins Fischlager ein, vergiftete den Fisch mit einer unbekannten Substanz und verursachte ein Geräusch, wodurch die Wache alarmiert wurde und ihn verjagte. Wow. Neuer Hinweis für Gedankenspiele. Einbruch im Fischlager, alle Hinweise gefunden. Schauen wir nochmal, upala, nochmal rein. Erwähnung eines, der Einbrecher mit dem Gift erwähnte einen gewissen Professor Westerbrook. Und die Laborflasche. Der Mann, der in das Fischlager des EOD eingebrochen ist, muss etwas mit der Universität zu tun haben. Ich muss der Universität einen Besuch abstatten. Okay. Und damit können wir noch nichts machen. Also. Wir haben das alles.
Genau, da müssen wir hin. Und wir müssen zur Uni. Die Uni ist... Warte... War das hier die... Ah ne, auf der Map hier können wir eh nichts sehen. Wir gehen mal eben hier aus dem Haus raus. Was Interessantes gefunden? Sicher. Der Kerl ist nicht gekommen, um etwas zu stehlen, sondern um den Fisch zu vergiften. Bei der See. Sind Sie sicher? Nun ja, alles deutet darauf hin. Oh, Karl, das ist furchtbar. Bitte sagen Sie Anna nicht, dass es meine Schuld war. Sonst lässt sie mich vierteilen. Keine Sorge, ich werde nichts sagen. Sie scheinen ein anständiger Kerl zu sein, Daryl. Danke, Mr. Reed. Hier, das ist für Sie. Als kleine Gegenleistung. Passen Sie gut auf sich auf. Dennoch, ich habe einen Fehler gemacht und verdiene eine Strafe. Ich werde einen ganzen Monat lang ohne freien Tag Wache schieben. Ich verspreche es Ihnen. Na schön, dann will ich Sie mal nicht von Ihrem edlen Vorhaben abbringen. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Wo finde ich die Universität von Oakmont? Die können Sie gar nicht verfehlen. Die Stadt ist schließlich für ihre Universität weit bekannt. Und natürlich auch für ihren Aaleintopf. Geben Sie mal Ihre Karte her. So, bitte sehr. Sehr schön. Aber vergessen Sie nicht, Ihre Funde erst Anna zu melden. Ich bin unten auf einen geheimen Raum voller Fesseln und Ketten gestoßen. Sieht aus wie eine Folterkammer. Wissen Sie etwas darüber? Was? Reden Sie keinen Drock. Das kann nicht stimmen. Ich kenne diesen Ort wie meine Westentasche. Sie wissen, dass ich Detektiv bin, Daryl. Und falls Sie lügen, werde ich es früher oder später herausfinden. Ich habe nichts damit zu tun, Mr. Reed. Das schwöre ich Ihnen. Reden Sie mit Anna. Sie hat diesen Ort angemietet. Ich weiß von nichts. Gut. Ich rede mit Anna. Dann werden wir sehen, ob Ihre Geschichte stimmt. Man sieht sich. Möge die See Sie schützen. Ein guter Mann. Und was zeigt uns das mal wieder? Es gibt... Oder... Nee, anders. Und uns zeigt das, dass es... Ob man ein Arschloch ist oder ein guter Mann ist, ist völlig unabhängig von Kultur, Hautfarbe und Glauben und Fischaugen. So. Arschlöcher gibt's überall und gute Menschen gibt es überall. Das zeigt uns das mal wieder. Oder gute Insmouther. Whatever. Ja, so, dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Episode erstmal zu Anna zurück zum Fischmarkt und berichten ihr, was passiert ist. Und der nette Mr. Grimes hat uns schon die Uni irgendwo eingezeichnet. Da ist sie, im Stadtteil Red Heights, in dem wir noch gar nicht waren. Von dem, hier würden wir aber... Egal, wir haben hier einen Schnellreisepunkt, wir können hier schnell switchen. Gar kein Problem, das machen wir aber in der nächsten Episode. Mir macht's immer noch mega viel Spaß, ey, das ist genau mein Spiel. Macht richtig Bock. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, reingehauen.